Heute möchte ich mal ein kurzes Video zu dem Thema Freiheit machen. Das ist natürlich ein gewaltiges Thema, gewaltig großes Thema, aber trotzdem möchte ich mit wenig Sätzen, wenig Worten etwas dazu sagen. Ich habe gerade gestern einen kurzen Text geschrieben aus ein ganz paar wenigen Sätzen zu diesem Thema und möchte das gerne auch als Video haben. Freiheit, wenn wir daran denken und uns damit beschäftigen, das ist für uns eigentlich immer bezogen hier auf das irdische Sein. In der Materie gedacht, stellen wir es uns so vor, wir können uns bewegen, frei bewegen, wir sind nicht eingeengt durch irgendetwas, sondern wir haben den räumlichen Freiraum, wir haben die Freiheit zu denken, was wir denken wollen, wir haben die Freiheit zu sagen, was wir sagen möchten und so weiter und so fort. Und ich möchte darauf hinweisen, dass es eine Art Freiheit gibt, die losgelöst ist von unserem körperlichen Sein. Sie schwebt sozusagen über uns wie eine Art Wächter. Gutmütiger Wächter, möchte ich sie mal nennen. Ein Erinnerer. Daran, dass es höhere Zusammenhänge gibt. Losgelöst von unserer Erde, losgelöst von unserem Sein. Was wiederum anders formuliert, auch bedeutet, wir sind nicht tot, wenn wir den Körper abgeben. Das, was wir Sterben nennen, das bedeutet, dass wir unseren Körper verlieren, unsere körperliche Existenz, diese Existenz, aber wir sind nicht tot. Unser Geist lebt, unsere Seele lebt. Sie existieren weiter. Und das möchte ich gerne vermitteln und sagen, denke daran, dass es etwas Höheres gibt als das irdische Sein. Die Erde, das irdische Sein ist für mich nicht alles, das Allerhöchste, sondern die Erde, das irdische Sein ist für mich das Ergebnis einer bestimmten Bemühung. Das heißt, dass es eine geistige Kraft gibt, die dieses erschaffen hat. Zunächst als Vorstellung, als bildliche Vorstellung und was dann zu Materie geworden ist. Das heißt, auf den Menschen bezogen, könnte ich sagen, wenn es jetzt 3, 4 Menschen gibt, von denen ich höre, die da irgendwo leben und ich höre jemanden zu, der sagt, das ist das Resultat von ja, universeller Weiterentwicklung, angefangen als Sandkörnchen sozusagen und hat sich immer weiterentwickelt und immer weiterentwickelt und immer weiterentwickelt und zum Schluss nach zigtausend Jahren, vielleicht nach 100.000 Jahren oder Millionen Jahren ist der Mensch dabei herausgekommen. Es ist sozusagen zufällig geschehen, geworden aus bestimmten Umständen heraus,
hat es sich so entwickelt, wie es sich entwickeln konnte, bemessen an diesen Umständen. Wenn das jetzt nur 3 oder 4 Personen wären, Menschen wären, dann könnte ich dorthin tendieren, ja, okay, da haben sich ein paar gefunden. Wenn es aber zum Beispiel 6 oder 8 Milliarden sind, verteilt über den gesamten Planeten, dann kann ich nicht mehr so denken, das ist das Resultat einer Entwicklung. Nach und nach ist es zu einem menschlichen Körper geworden. Das kann ich nicht mehr dieser Theorie folgen, dass er sozusagen zufällig entstanden ist, sondern ich glaube daran, es gibt eine höhere Ordnung, die ich auch Freiheit nenne. Sie ist höher als wir. Sie umfasst mehr, als wir umfassen. Daran glaube ich. Und das bedeutet, ich glaube daran, wenn es so viele Milliarden Menschen gibt, auf dem gleichen Planeten, die alle nach dem gleichen Prinzip funktionieren, ihr Körper ist sozusagen identisch, auch wenn er sich minimal visuell unterscheidet. Aber es ist im Grunde immer wieder dasselbe, das Gleiche. Der Körper funktioniert nach dem gleichen Prinzip bei allen 8 Milliarden Menschen. Sie sind darin übereinstimmend. Und bei dieser großen Zahl, Anzahl von Individuen kann es aus meiner Sicht nicht sein, dass das sozusagen zufällig entstanden ist, so geworden ist, nach unzähligen Anläufen und vielleicht Jahrhunderttausenden oder Jahrmillionen ist es so geworden, bei allen dasselbe, sie funktionieren nach dem gleichen Prinzip, ihr Körper hat das gleiche Schema, nachdem er funktioniert und aufgebaut ist. Und da kann ich nur sagen, dass das so ist und weil das so ist, sage ich, es gibt eine höhere Ordnung und eine Ordnung, die hat dieses Prinzip unseres Körpers erdacht, bevor es da war. Das heißt, da ist etwas, das hat in seinem Geist eine bestimmte Vorstellung von dem, was es erschaffen will. Und dieses, was es erschaffen will, jetzt bezogen auf den Menschen, jetzt nur auf den Menschen, man kann es ja auch auf alles andere beziehen, da stellt dieses sich den Menschen so vor nach dem Prinzip, wie er auch heute funktioniert. In Anführungsstrichen. Funktionieren hat da ein bisschen so einen leicht negativen Touch. So meine ich es aber nicht, sondern so wie er gebaut ist, aufgebaut ist und nach welcher Ordnung, weil es muss eine Ordnung geben, wenn es 8 Milliarden Menschen gibt, die nach dem gleichen Prinzip agieren, sage ich mal, lebendig sind nach dem gleichen Prinzip. Und das möchte ich gerne sagen und daran erinnern, dass es diese Freiheit gibt, die über uns ist, die losgelöst ist hier von unserem Gefesseltsein an die Erde oder so dem Denken, dass es nur die Erde gibt und außer der Erde gibt es nichts.
da möchte ich daran erinnern, dass es ein viel größeres Prinzip gibt, eine viel größere Kraft, eine Kraft, die ja, ich als Schöpferkraft bezeichnen möchte. Und das heißt ja auch, und Gott sah, dass es gut war. Also erschaffen und es war gut seinen Vorstellungen gemäß. Das möchte ich einfach gerne vermitteln, daran erinnern. Und jetzt lese ich einmal ganz kurz diesen Text vor, das sind nur ein paar Sätze, was ich geschrieben habe und was mich dazu veranlasst hat, daraus ein Video zu machen. Ich lese es mal vor. Freiheit. Es gibt eine Art Freiheit, die losgelöst ist von dem körperlichen Sein. Sie schwebt sozusagen über uns, wie eine Art Wächter, eine innere, eine höhere Zusammenhänge. Deshalb verzweifle nicht an deinem Sein, auch wenn es manchmal niederschmetternd scheint. Ja, das sind nur ein paar Sätze, aber sie erschienen mir sinnvoll, dass sie gesagt werden oder auch geschrieben werden. Also nicht aufgeben, auch wenn wir in einer momentanen Situation sind, wo es uns ja zu erschlagen droht. Es ist ja egal, um was es geht, sozusagen ein Zusammentreffen von immer negativeren Meldungen und Nachrichten. Dass man verzweifeln kann, wenn man keinen Halt hat, dass man auch keine Lust mehr hat zu leben, wenn man keinen Halt hat. Das ist so, das ist die natürliche Folge, weil es für uns eine Art Wertschätzung gibt, die in uns ist, ein Maßstab, mit dem wir messen. Der ist anders als das, was uns die Realität sendet, zeigt. Wir möchten anders leben, als der Alltag uns präsentiert. Da haben wir bestimmte Vorstellungen in uns, die uns dazu veranlassen und uns auch lenken, diese Vorstellung. Und dann ist es ein gar nicht so großer Schritt, dass wir einer höheren Existenz zugestehen können. Ja, diese Existenz, männlich oder weiblich, das spielt keine Rolle. Diese Existenz hat mehr Macht als ich selber. Sie kann etwas, was ich nicht kann. Und ich kann das akzeptieren. Ich fühle mich nicht schwach oder minderwertig, wenn ich anerkenne, da ist eine unbeschreiblich große Kraft, die erschaffen kann und die erschaffen hat. Und ich kann sagen, ich vertraue dieser Kraft, auch wenn ich sie nicht erklären kann. Ich kann sie auch nicht beschreiben, weil sie gar nicht zu beschreiben ist. Und das heißt auch, wenn man die Bibel zum Beispiel nimmt, heißt es, du sollst dir kein Bild machen. Nicht von dem Göttlichen, nicht von dem Irdischen.
Das heißt, übertragen, versuche dir nicht vorzustellen, wie Gott ist, wie Gott aussieht, ob es überhaupt eine sichtbare Existenz ist, sondern verlasse dich auf das Unsichtbare, auf das Gefühl und vertraue. Vertraue darauf, dass es diese höhere Kraft gibt, die mehr Macht hat als die Erde, mehr Macht hat als alle Planeten und alles andere. Und dann kannst du besser annehmen, wir müssen in dieser Erde nicht etwas ganz Bestimmtes sein, schaffen. Das ist nicht das Höchste. Wir sind hier, haben einen Körper, wir haben eine Existenz, wir sind irgendetwas, um hier existieren zu können, aber dieses ist nicht die alleinige oder die höchste Existenz, sondern es ist eine erschaffene Existenz. Ja, das möchte ich gerne sagen und daran erinnern. Also verzweifle nicht, auch wenn es dich zu erschlagen scheint, was alles an Meldungen kommt. Vertraue darauf, da ist eine höhere, eine größere Kraft. Sie ist größer und höher als Planet Erde und unser irdisches Sein. Das möchte ich gern sagen und jetzt wünsche ich ja, trotz allem eine kraftvolle Zeit und auch, wenn es geht, eine geistreiche Zeit. Eine Zeit, in der es nicht nur um Geld geht und um Besitz und mehr haben wollen und mehr und mehr und mehr, sondern eine Zeit, in der es andere Prinzipien gibt und eine andere Ordnung und die Erkenntnis, dass Geist etwas völlig total Wichtiges ist, Geist, aus dem etwas resultiert. Die geistige Kraft, dass sie da ist. Erst war der Geist, dann war die Materie, nicht umgekehrt. Der Geist hat die Materie erschaffen. So, damit beende ich jetzt dieses Video und werde das jetzt auf YouTube posten und sage Shalom.